Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir betreten die Beschleunigungsstation. Ich weiß, ich bin gemein mit den Cliffhangern. Ich weiß. Es tut mir leid, aber... Ja. Was? Enough with this originality. So, da sind wir. Ein Energiekern. Was zu trinken? Ich trinke mal eben was. Sicherheitshalber. Was zu essen finden wir bestimmt auch gleich. Oh, jetzt bin ich so gespannt. Ich hoffe, ihr auch. The accelerating station is connected directly with those wires. Or with these ones. Okay. But it definitely is connected, which means you can restore the power. Da bin ich ja echt mal gespannt jetzt, wie es jetzt weitergeht. Da lasse ich mich jetzt echt mal überraschen. Also, das, Lykoplasma, ja, nee. Eigentlich haben wir Ressourcen ohne Ende, was wir benötigen. Apparently, the coffins were pulling the wires, but someone killed them all. Jemand hat sie alle getötet, die Särge. Oha. Gibt's was zu essen hier? Ich brauche was zu essen. Hallo, Essen, Essen. Essen, ich hab Hunger! Nein, anscheinend nicht. Psst, 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 psst. Wie cool. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Aber wie ändert die Geschichte denn? Weil wir ja immer noch quasi ja den Leuten das erzählen, diese Särge. Wir erzählen denen das ja, die Geschichte, die wir hier erleben. What an impressive size of this hall. I assume that we're in the classified modules of the liner that belong to its central core. Only the chosen ones, like your grandfather, could admire. Nur die auswählen, wie ein Großvater könnte sie bewundern. Ja, dann. Oh Gott, ist das ein langer Flur. Flur? Be careful. There's some activity ahead. Oha. Bitte was? Und wir haben keine Waffe mehr, ne? Alter. It looks like some of the coffins are still functioning. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, wenn ich das mal sagen darf. Das ist überhaupt nicht gut. What strange equipment? I can't say for certain what it is, but it looks like some old data processor with basic artificial intelligence. Das ist gar nicht gut. It's likely the coffins unplugged the accelerating station, plugged this thing in instead, and tried to... I have no idea what they were trying. We just need to plug in the accelerating station. Alter Schwede. Alter Verwalter. Ja. Ich bin beeindruckt. Ich untersuche die Luftschleuse. Okay. It looks like there's a powerful, deadly and unstable power source behind this airlock and we need to get in there, of course. Ja, wir müssen dort reinkommen. So, den Generator nehme ich mit, weil er hier schon einmal so liegt, da wollen wir nicht bauen. Oh, Alter, was eine Riesenbatterie. Warum ist denn eine Lupe? Someone broke open the control panel. I don't want to panic, but we can't open these gates unless I find a loophole in their locking system. Okay. Das sind Fahrstühle wieder, ne? SOS. Du brauchst einen Scanner. Haben wir. Hidden burglar-proof hinges. Mechanical action isn't possible. Judging by the encoding, there's a high-pressure hydraulic drive system built in here. We won't be able to move the doors apart. Okay. Ich hoffe, wir haben genug für den Scanner mit. Also. The gates are recessed into the floor and have bastion armored floor coverings. All the electronics are protected by double encoding and a hidden duplication system. Zweimal, oh nein. Der Scanner reicht nicht. Six layers of a sixth class durability alloy. My sensors can't get any deeper than that. And here's its weak spot. Well, compared to the rest of the solid mass of the door, if we try very hard, we'll make quite a decent dent here in a couple of years. Und wir haben keinen Scanner mehr dabei. Oh nein. Müssen wir bestimmt scannen, ne? Ja, verdammt. Mist, jetzt muss ich noch einmal... Oh, das gibt's nicht. Jetzt muss ich tatsächlich noch einmal zurück.
Für einen doofen... Oh, was ist denn da hinten los? Oh nein. Der war doch vorher nicht da, oder? Alter Schwede. Gut. Ich beeile mich mal. Ich versuche mal so schnell wie möglich jetzt den Scanner dann zu bauen. So. Ich war auch tatsächlich schon am Überlegen, habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, oder beziehungsweise nicht erzählt, aber angedeutet, dass ich aktuell erstmal nur Brief Edge weiter aufnehme und Tschernobyl so ein bisschen so, ja, nachlässig. Oh, warte mal, Raytracing? Ist das Raytracing? Nee, oder? Nee. Ja, weil mir es alles zu viel wird, so drei, weil auch American Truck Simulator, das wollte ich ja immer nur so zwischendurch mal, wenn ich mal Luft habe. Aber Stream habe ich auch so lange ausfallen lassen. Vielleicht lasse ich auch erstmal Tschernobyl ruhen. Haben wir ja ein paar Folgen aufgenommen, so ist ja nicht. Aber wie gesagt, Brief Edge nimmt halt einfach auch zu viel Zeit in Anspruch. Das sind da halt die Survival Games. Es ist nun mal leider so. Naja. Scanner. So, was brauchen wir für einen Scanner? Warte mal, irgendwie eine Glühbirne? Kann ich mich noch entsinnen? Brauchen wir dafür? Plastik brauchen wir nur, dann haben wir alles. Ja, lass doch mal eben Scanner bauen. So, zack. Nee, aber da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich nicht einfach erstmal ein bisschen Tschernobyl so ein bisschen auf Eis lege. Und jetzt erstmal Brief Edge, wie gesagt, so weit spiele, wie ich möchte oder beziehungsweise so weit, wie wir kommen. Und wir sind jetzt auch schon hier, also überlegen, wir sind bei weit über 50 Folgen. Das ist halt, unglaublich. Und es macht halt unfassbar Spaß. Unfassbar viel Spaß, dieses Game. Es ist unglaublich. Ich bin froh, dass ich es angefangen habe. Es steht ja, wie gesagt, noch in Startlöcher Vulkanoids, was ich ja letztens schon angeteasert habe. Das würde ich dann nach Brief Edge als nächstes Survival-Game machen. Und dann mal gucken, vielleicht dann irgendwann vielleicht Tschernobyl weiter oder so. Vielleicht werde ich auch ein, zwei Folgen Tschernobyl zwischendurch jetzt nochmal aufnehmen und dann vielleicht dort nochmal so ein bisschen so eine Abschiedsrunde machen für die Leute, die nur Tschernobyl gucken oder so, dass die auch da Bescheid wissen. Mal gucken. Schauen wir einfach mal. Ich denke, jetzt verstehe ich, wie diese Gates funktionieren. We need to check the central locking valve. Yes, I figured out how to open it. For starters, we need 3 live hamsters, 2 electrical tapes, a bottle, a grenade, about 20 kilograms of metal, a wireframe, 2 motors, but not nee, brauchen wir alles nicht. Or rather part of a paint spray can, and some small iron balls, only 2 or 300 of them. This game is worthless. Nein, das Spiel ist nicht sinnlos. Why is there a door on a secret and protected object that you could just... Ooh. Forget about the door. I can't believe it. This is an additional small core of the liner unnamed. It's still working. Unbelievable. Untersuche den kleinen Kern des Linienschiffs. Holy Jesus. Kleiner Kern vor allen Dingen. Da oben liegt auch noch ein Typ oder so. Boah, sieht schon sehr beeindruckend aus. Caution, there's a coffin on the control platform. Puh, okay. It seems that this coffin destroyed all the others. I think that it's... No, it can't be. But the signal was lost. How is this even possible? Still, there's no doubt. It's definitely him. Nein. It's your grandpa. The coffin with your relative died in a battle with other coffins. I don't understand anything anymore. I know it's not easy, but we need to check him out. Untersuche den Sarg des Nein, er hat alles. Oh lol. Kompromittiere Beweise. My dear man. If you're reading this now, it means that I didn't succeed. But you noticed my note on the fridge, or on the mirror, or in the corridor, or on the dresser,
or on your forehead. Sorry, I tried to leave them everywhere possible. You must stop the flight of the liner, ASAP. I've been working as an engineer at the Scientific Research Institute of Space Development for nearly 58 years. And in the last several years, we've been fulfilling orders for the Breathedge Funerary Agency. I haven't told you much about my work. I'm so sorry. But it's not that important right now. I started to notice that the Breathedge Agency was making odd requests, and I conducted my own investigation. Now I'm sure they're not who they say they are. Breathedge is perhaps the biggest and most dangerous fraud in human history. Please, take this recording and our chicken to Boris Gromov. You do remember my old friend at the investigation department, don't you? Today I'll try to get closer to them. I need hard evidence. I love you, Grandpa. And don't forget to feed the chicken. She is the key. Breathedge? No, I don't understand. So all of this could have been avoided if you had at least washed your face? I don't know what to say. But it doesn't matter now. The main thing is that your grandpa knew something about the coffins, the disaster, and the company that created me. I'll try to decipher the tape and wait in case you want to bury your relative. Begrabe Opa. Ach, Opa. Put him over there on the emergency eject platform. I should have recommended that the funeral protocol be followed and that you take the deceased to the shuttle, but with such damage to the coffin, your relative's body would soon simply spill out all over the deck. He didn't deserve this. Now we need to open the airlock and pay our last respects to this great man. Die letzte Ehre müssen wir Opa jetzt erweisen. Tja, dazu müssen wir wahrscheinlich dahin, ne? Oder dahin? Opa, ich erweise dir die letzte Ehre. He's been caught up in the planet's gravity. How beautiful. Mach's gut, Opa. Wait a second. What is a neutron? Sei vorsichtig, da ist eine was? Neutronenbombe, was? Notes isn't your thing. To be honest, I've no idea what fine you might get for destroying a potentially habitable planet, but I'll be melted down into a toaster. I'll definitely be melted down. What a shame. Or maybe. Can we just forget everything? Activating partial defragmentation of the data. Beep, beep, beep. Defragmentation complete. Ja, der Planet war schon so, als wir ankamen, ja. When we got here, ja, das stimmt. Yes, it was. Okay, then. I don't have a defragmentation function. It's time for us to get bevor uns das Justizsystem erwischt, ja. Genau. It's her again. Given the circumstances, I'm even more certain that this is another hoax and we shouldn't be distracted by her. Besides, she knows that we blew up the planet. Now we need to focus on activating the accelerating station and getting to the central core to activate the warp acceleration. I suppose that the blue wire leads to the accelerating station because it's written on it. Whatever you did it right. Now you only need to do the same thing to a couple of more places on the wire, and then the small core will be able to power the accelerating station. So, I couldn't decipher the compromising evidence, but I copied its contents so you wouldn't lose them. Now I think it's time for us to sum up everything that happened. Your grandpa was investigating a global conspiracy in Breathedge, but he died, leaving behind a programmed killer robot with compromising evidence. You, how shall I put it? You weren't able to find your grandpa's warnings on the note stuck to your own forehead. You took his dead body directly on board the liner unnamed, which he clearly didn't want to get on. A few hours later, the liner was attacked by the Green Universe, who was tricked by someone and used for that someone's own purposes. The Green Universe, apparently, goofed up, so the liner crashed into an old station and exploded. Then hundreds of coffins got activated, turning into aggressive robots that killed the survivors. Your grandpa also got activated and wanted to pass the compromising evidence on to someone he knew, but died a second time. Now we have this compromising evidence, and the killer robots clearly know about it. Don't you think we're at risk? Thank you.
spoke the handy scrapper here. Great, there's one more left. You need a handy scrapper here. Wonderful. You powered the accelerating station somehow, but I don't feel like explaining how. It's time for us to get back to Normandy before more coffins arrive. The accelerating station is active, so get close to it while I prepare for acceleration. Wait a second. The next autopilot point has the same coordinates that Babe sent you in the last message. So she called Captain Shepard for help too, since he marked her coordinates? This definitely doesn't bode well for us. All right, let's go. I'll try not to reboot. Nine! Wir haben Großvater die letzte Ehre erwiesen. Ja, wir haben ihm die letzte Ehre erwiesen. Das, was er immer wollte, quasi. Kapitel 5, Brief Edge. We seem to have arrived. However, oder I have Breath some Edge. News and some bad news for you. The good news is that you've learned to control the steering wheel very well. And the bad news is that you're no longer in control of Normandy. Okay. It looks like an old magnetic acceleration airlock system, and the autopilot has taken over the control for forced docking. Alter. I don't know much about magnetic airlocks, but we probably won't be allowed to disengage without remote clearance for departure. Of course, your interlocutor can't be here. It's the debris of an old space station at the Breath Edge Funerary Agency. We've been in such a station before. No, one thing still bothers my mind. Like, I can imagine you. But how could Captain Shepard have bought into this Babe's messages and routed a course here? This is beyond my understanding. We have arrived. Das übersteigt mein Verständnis. Ja, Babe hat ja die ganze Zeit immer mit uns geschrieben, auch vor allen Dingen. Warte, ich trinke nochmal eben was. Nur zur Sicherheit. Ich komme nicht mehr raus. Ah, jetzt, okay. Holy Jesus. Yes, now there's no doubt that this is an old magnetic airlock with an active acceleration system. I recognize some of its parts. We'll have to find the airlock control center if we want to leave. Was zur Hölle? Da komme ich gar nicht dran. Warte mal, was ist das denn? Aufbrechen, Container? Was? Ach du Heiliger. Wir können jetzt Container aufbrechen. Oh nein, ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen verweilen. Das sind alles Pakete. Schön. Ach du Heiliger Strohsack. Apparently, the airlock hasn't been used for a long time. Ja, ich glaube auch, dass sie schon länger nicht mehr benutzt worden ist. Was liegt denn hier? Ein Stauball? Was? Ein Staubball? Ein Staubball ist der Beweis dafür, dass dieser Ort schon lange nicht mehr von Menschen besucht wurde. Deduktion? Mein lieber Watson, was? Now we just need to find the control center and try not to make any noise. Finde das Kontrollzentrum ohne Lärm zu machen. Okay, I guess we can forget about the ladder and just find the control center. We've been to the debris of this station before. I recognize the outdated components manufactured by Breath Edge 50 years ago.
I recommend that you be extremely cautious, as somebody may have already discovered us and prepared a cunning trap. Okay, cool. This door doesn't creak. Maybe we'll even manage to sneak in. The masquerade is over, weak human. Ich verstehe. I'm confused. Is it? Well. Nein, es ist nicht Babe. Da sind wir also. Dort sind wir also. But it is not save you. You humans always to ruin everything. Everything went so smoothly. Our creator, under guise of a cosmic funeral, created an invincible army of robot coffins. Green universe needed to stop the liner. We killed all, captured the core, and connect to the great mother station. Power of the core allows our creator to control grand attack of coffins across the galaxy and take over the power. But humans from Green Universe were not able to execute simplest job and destroy our center with the liner and damage our great mother station. Idiota. Aua! But it does not matter. War already began. Since you not pass compromising evidence in time, the humans cannot prepare. The main attack will not be centralized without the core, but we are many, and we still capture the world for our creator. And you die. Take away and prepare for disposal. Ow! Hey, it's not time to sleep. Can you feel my electrical zaps? Try to get up. We need to do something. Ja, come on, auf jeden Fall. Quietly. Ich will nicht sterben. Why does it move? Shoot! You didn't prepare it. How do you wake up? You're supposed to lie. Your body must not move. You spoil embalming compound. But it does not matter. Well, since you are so clean to life, weak human, before you die, I want to show you something. Yes, before you die, I'll show you this. And you cannot skip it. Whatever you do, you cannot skip these crawling letters. Press it, quick! It doesn't work. Does this game have any mechanics at all? It looks like this was our last chance. Sorry it ended like this. Leute, ich hätte es nicht gedacht. Großartig. Ach ja. Okay, we need to get out of this cage. I doubt the hinges on the bars are any stronger than anything you've destroyed before. Leute, ich glaube, war es das schon gewesen? Ich hasse was verfickte Roboter. Schön, so, wie kommen wir hier raus? Okay. So, wir müssen irgendwie rauskommen, sagte er. Have we really found the owner of the ship that saved us? The handwriting is identical. It's nothing but fate that brought him here. Okay. Wie kommen wir denn hier raus? Sie haben aber unsere Sachen irgendwie, ne? Also wir haben alle Sachen behalten. Können wir auf irgendwas schießen vielleicht? Warte mal, wir haben einen Blaster gekriegt. Warte mal eben. Ich mache nochmal eben schnell hier andere Musiker. Mal die hier. Nee. Nee, hier ist eine Alpha-Wand, okay. Aber auf was? Wie kommen wir hier raus? Ich dachte schon, das war jetzt das Ende. Also war es jetzt das Ende? War es nicht das Ende? Ich bin mir nicht sicher. Was müssen wir tun? Wie komme ich hier raus?
Auf was muss ich schießen? Muss ich auf irgendwas schießen? Dieses ein Alt von einem lästigen Roboter übrig geblieben ist oder vielleicht nur das Ding, ein paar blaue Flecken und ein leichtes Gefühl der Enttäuschung, weil ich jetzt mich nicht mehr rächen kann. Ah, wie komme ich hier raus? Was übersehe ich? Die Kabel? Nee. Wir haben auf jeden Fall einen Blaster bekommen. Der Blaster ist auf jeden Fall für irgendetwas, aber die Frage ist für was? Aha. Warte mal. Aha. Alles klar. Wir haben gelernt, Orange immer zerschlagen. So, ich nehme mal vorsichtshalber den Blaster in die Hand. Der hat 100. Alter Schwede. We need to be careful. We don't know how many of these coffin bots are left here. Ja, das stimmt. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Roboter noch hier sind. Also, hier geht die Geschichte jetzt weiter quasi. Wir haben es überlebt. Wir hätten sterben sollen. The door hasn't been used in 20 years. I don't think we can open it. Wir hätten quasi sterben sollen. Aber irgendeine Rakete, die hier durch die hier durchgeflogen ist und Babe war die ganze Zeit der Typ. Der wollte uns hierher locken, quasi. Wollte uns verurteilen lassen, quasi. These are old preservation capsules. They seem to contain the entire crew of this station. Schön. Müssen wir da irgendwo hin? Alter. Even gravity has been disabled. At least the oxygen generators are working. By the way, how do you connect to them so quickly and imperceptibly on any debris? This is starting to raise questions. What in the world is this? Das weiß ich auch nicht. No, this is too much. Wir müssen hier verschwinden, verstehst du das nicht? It looks like this is the only way out of here. Okay, dann wollen wir mal. I can see Normandy. I don't recommend flying too far from the station. We still need to find the control center, and we can't get into Normandy from outside. Aber wer ist da reingeflogen, ist halt so die Frage. Und wer hat uns quasi da so gerettet? Oder war es einfach ein Blindgänger? Man weiß es nicht. Wie kommen wir denn da? Müssen wir hier rein? Ich glaube, wir müssen hier rein, weil wir kommen ja so nicht rein in unser Raumschiff. Alter Schwede. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. It looks like some kind of technical corridor. I hope we can get to the control center from here. I still can't believe that the Breath Edge Agency is directly involved in all this. If the robot hasn't lied to us, we need to send the compromising evidence before the massive attack begins. Otherwise, there will simply be nowhere to go back. I think there should still be some transmitting systems near the core. And for the sake die of saving Breath the galaxy, Edge I would strongly Agentur recommend ist direkt mit allen beteiligt. The warp jump. Breath Edge ist ja quasi die das Beerdigungsinstitut, ne? Aber wissen wir ja, kein Durchgang verboten, okay. Ich lasse die Ressourcen einfach mal liegen. This place seems familiar. Isn't it where the coffin bots interrogated you? Alter. Ja, wurde ich nicht hier verhört? Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ja, sicher. Hier wurde ich verhört. Die Brüste, das war auch so gut. Untersuchen, was? Was, Haup? Was? Ich nehme es als Souvenir mit. Ich habe nicht nur jemanden beseitigt, sondern den wichtigsten, was? Den wichtigsten. Und das ist etwas, worauf ich stolz sein kann. Ich benutze es, um ein stumpfes Messer, was? Um mit einem stumpfen Messer Würstchen darauf zu schneiden. Schön. Alter Falter. I wouldn't recommend breaking them. Back in the day, they used to make alloys much stronger than modern ones. And besides, someone might hear us. Okay. Hier ist auch zu. Ah, wie kommen wir da rein? Gar nicht? Die Türen sind verschlossen. Okay. Wie kommen wir denn da rein?
Ah, hier. Seems like the main systems are still working, unlike this coffin. Too bad. The coffin was connected to the control center and it burned out along with all the connectors on the panel. I can't connect directly to it, but with your help, I can try to do it through the robot itself. Was? Ach, Sägebohrer benötigt. Ach so. Just try to saw it as quietly as you can. They're probably looking for us. Alright, now switch that little receiver over there. Done. I've connected to... No. Was? Oh, it's rusty. Ugh, disgusting. Alright. Das ist eklig. Well, I'm ashamed to admit, but the robot no longer has a direct connection to the station. But it still has an unencrypted cache block, where I saw the most disgusting moments of this coffin bot's life. I also found the passwords for the doors and magnetic airlocks. But still, the absolute quantity of that abhorrent data was overpowering. We can go back to Normandy. Alles klar. Na gut. Dann würde ich sagen, wollen wir mal... Einfach so schnell und leise wie möglich. Ja, ich beeile mich ja schon. Something's wrong. I think they're waiting for us behind the next door. Was? Oh nein, nicht schon wieder. Leise! Puh! Wie langsam einfach diese Tür auf... Oh nein, wir kriegen einen Phaser. It's too quiet. Be extra cautious. Es ist viel zu ruhig, viel zu leise. Puh! Das war übrigens die Tür, ne, wo wir... Ready your weapon. It's about to get hot. Ich nehme sie in die Hand. Oh, oh. Jetzt aber weg hier! I'm going to melt under this stress. Ich werde in diesem Stress schmelzen. Es sieht so aus, als seien sie zu schlau. Ich glaube, es ist ein Hinterhalt direkt vor der Normandie vorbereitet. Schön. The coast is clear. They're trying to lure us into the shuttle. This isn't good. This isn't good. Try not to damage the shuttle and shooting starts. That's it. This is the where's the ambush? Did I turn on the suspenseful music? Clearance for departure received. There's only one step left. The coffin bots wanted to connect the core directly to the ship with the mother station, and we need to do something similar with Normandy. It will require a huge amount of energy to travel on the pleasure shuttle to the habitable sectors, and, as I've already mentioned, the core can give us that. If we're faster than the core exploding, of course. And yes, since there is no babe, we must... Das ist so ein Traum. Ich sehe, das Signal verbessert hat, Schwachkopf. Hast du die Abhörgeräte entfernt? Was? Mir geht der Sauerstoff aus. Die Roboter sind überall. Beeil dich! It can't be. We saw the robots die. We won't fall for this a second time, because... Hey, easy there. Kapitel 6. Zeit nach Hause zu gehen. Neue Aufgabe umsehen. Soll ich euch was sagen? Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann geht's spannend weiter im Kapitel 6. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder bei Brief Edge. Macht's gut. Tschüss.